GGO ist ein We Are MMO, in dem Spieler um Beute konkurrieren, indem sie Gegner jagen und Schätze auf weiten Feldern und in komplexen Dungeons suchen. Wenn du bei deinen Mitspielern bekannter wirst, ergeben sich neue Gelegenheiten und du kannst mehr im Spiel tun. Sobald du den Startpunkt die SBC-Glocken verlässt, erwartet dich eine Welt voller Abenteuer mit Feinden an jeder Ecke und jeder Menge seltener Waffen und Gegenstände. Großes Update Goldrausch. Das neueste und bisher umfassendste Update für GGO ist ein Patch namens Goldrausch. Es enthält neue Orte zum Erkunden, ein neues Rangsystem für Beute und vieles mehr, mit dem GGO zu einem noch vielseitigeren VR-MMO wird. Außerdem ist ein geheimnisvolles Raumschiff ins Spiel erschienen, das alle Spieler jetzt versuchen als erste zu betreten und abzuschließen. Dazu werden allerdings die Arphasis-Einheiten nötig sein. Neue unterstützende KIs, die mit dem Schiff zusammenhängen. Arphasis ist eine Abkürzung für einen Begriff, der ungefähr künstliches Finanzberatersystem bedeutet. Was? Dementsprechend sind sie primär darauf ausgelegt, Spielern beim Verwalten ihrer Finanzen und Gegenstände zu helfen. Die kompetenten Arphasis können alles, Investitionen tätigen oder den Einkauf, sogar kämpfen, um ihren Meister zu unterstützen. Du besitzt ein äußerst seltenes Arphasis vom Typ X, doch viele andere Spieler nutzen Typ A, der in GGO gemietet werden kann. Über den privaten Terminal in deinem Zuhause in Glocken kannst du das Aussehen deines Avatars sowie deines Arphasis anpassen, wie zum Beispiel Körperform, Frisur, Gesicht, Farben und mehr. Das Geschlecht deines Charakters und Arphasis kann allerdings nicht mehr geändert werden. Okay, wir hätten ja gar nicht so lange brauchen müssen. Na gut. ステータスを攻撃できるのはフィールドか指定の場所のみです。まあ、どんな場所でも私がいれば安心です。敵が出てもズキューン、バキューン、バババババってやっつけます。さあ、カスタマイズポイントを使ってマスターや私のステータスを成長させてください。ステータスは戦いだけではありません。強い武器や防具を装備するのにも必要です。 私の素晴らしいステータスを見てみるのです。おかしいのです。なぜこんなに変なチョコなのですか。まさかプログラムエラー。マスターは自己解決できません。今すぐ対策を。修理工場に連れて行ってください。異常事態です。スキルがほとんどありません。ミサイルを射出したり、お金を増やしたり、爆笑ジョークを披露するスキルが 原因がわかりました。マスターがヘナチョコのせいです。私は正常、全く問題なし、オールグリーンです。マスターがヘナチョコなのはただの事実です。落ち込まないでください。アファシスはサポート AI なので、使用者であるマスターより強くなれないのです。だからマスターが強くなれば、私も強くなれます。では、続いてマスターのステータスを見てみましょう。 Du und dein Arphasis könnt Waffen, Outfits und Zubehör anlegen. Waffen und Zubehör sind besonders, da sie dir bestimmte Effekte gewähren können, wenn du sie ausrüstest. Wenn du solche findest, solltest du sie also nutzen. Du kannst aber keine Ausrüstung wechseln, wenn du gerade eine Waffe hältst. Du musst diese erst wegstecken, dann kannst du Änderungen vornehmen. Man verdient Erfahrungspunkte durch den Sieg über Gegner. Wenn du genug davon gesammelt hast und zur SBC-Glocken zurückkehrst, kannst du dein Level erhöhen. Dies erhöht deine LP und gewährt dir Anpassungspunkte, die zur Erhöhung eines der sechs Werte Stärke, Vitalität, Intelligenz, Bewegung, Geschick und Glück genutzt werden können. Wenn du im Level aufsteigst, erhältst du Anpassungspunkte. Mit diesen kannst du sechs Werte im Statusmenü erhöhen. Lohn zu öffnen. Stärke, Vitalität, Intelligenz, Bewegung, Geschwindigkeit und Glück. Damit verbesserst du nicht nur deine Grundwerte, sondern erfüllst auch die Anforderungen zum Erlernen diverser Skills. Dein Arphasis verdient sich ebenfalls APP und kann auf ähnliche Weise gestärkt werden. Skills sind besondere Fähigkeiten, die du und dein Arphasis für verschiedene Waffenarten lernen könnt. Können eure Werte stärken, die das Gegner schwächen oder die besonderen Eigenschaften der Waffe hervorheben. Du kannst eine große Vielfalt erlernen und meistern. Im Kampf kannst du mit Steuerkreuz nach unten zwischen deinen Gadgets und Skills wechseln. Du kannst Skills mit R1 plus X, R1 Kreis, R1 plus Viereck und R1 plus Dreieck benutzen.
Du erlernst Skills, indem du ihre Anforderungen erfüllst und dann Skillpunkte dafür ausgibst. Du erhältst Skillpunkte zum Beispiel, indem du Medaillen eintauscht oder eine bestimmte Menge an Beute verdienst. Freigeschaltete Skills werden erst wirksam, wenn sie im Skillset der jeweiligen Waffenart ausgerüstet sind. Es können bis zu 4 Skills pro Waffentyp ausgerüstet werden. Du kannst Skills an den Terminals in der Lobby oder zu Hause bearbeiten. In der Box kannst du Gegenstände sicher aufbewahren. Du findest sie bei dir zu Hause. Sie ist praktisch für Dinge, die du nicht oft benutzt oder für die du anderweitig keinen Platz hast. Du kannst Gegenstände auch direkt im Boxmenü gegen Credits verkaufen. Du kannst eine Gruppe bilden, indem du deine Freundesliste im Hauptmenü öffnest. Deine Gruppe hat maximal 4 Mitglieder. Drücke R2, um Freunde einzuladen oder aus der Gruppe auszuschließen. Du kannst deine Gruppe nur in SBC-Glocken ändern. Du kannst das Menü mit Options öffnen und dann unter System Datenbank mit Hilfe einsehen. Im Hilfemenü kannst du alle bisher gesehenen Tutorials und Tipps noch einmal ansehen. Schau hier nach, wenn du eine Gedächtnisstütze dazu brauchst, wie etwas funktioniert. Quest abgeschlossen. Arthas Lektionen. Money, money, money. Boah, ich kann endlich mal selbst wieder was machen. Gucken wir uns mal erstmal hier. Alleinmenü. Galerie. Keine Egal. Hallo? Ach, das sind nur die ganzen Zwischensequenzen, die ich mir nochmal angucken kann, oder was? Na gut. Boah, so dolle. Boah, die Ladezeiten sind aber echt nervig. Mann. Ja, super. Und jetzt starten. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich mir die erweiterte Galerie wirklich angucken soll. Naja, egal. Nix. Und jetzt wieder Ladezeit der Hölle und dann stehe ich wieder. Okay, daran müssen sie echt arbeiten. Das in dem Spiel im Jahr 2018. Ladezeiten aus der Hölle. Schwierig. Haut einmal komplett aus dem Spiel wieder raus. Na gut. Ah ja, was gibt's denn dann noch so? Halt! Och man! Master! Mail ga kimashita! Menü wa hiraite, Mail wo sendaku! Von Kurier, Titel Wir sehen uns. Tolle Leistung im Turnier. Zum Dank, dass du mich begleitet hast, würde ich dich gerne auf der SBC-Glocken herumführen. Nach dem letzten Update gibt es so einige Stellen, die ich mir gerne anschauen würde. Bring euch ruhig dein Arthur Süß mit. Auf dem Weg finden wir vielleicht eine Nebenquest. Ich warte an der Zentralstraße auf dich. Diese Möpse. Ah, egal. Nachdem du einen NPC deine Freundesliste hinzugefügt hast, erhältst du hin und wieder Nachrichten von ihm. Vielleicht will er dich besser kennenlernen, vielleicht aber auch auf Quests oder Erkundungsreisen durch GGO mitnehmen. Auch dein Arthas schreibt dir ab und zu, also schau regelmäßig in deinen Posteingang. Quest starten, Kureas Lektionen. Yes. Ooh.
Ah, ich kann mich jetzt ändern. Gucken wir doch mal. Aha, aha, aha. Ich habe keine Gadgets. Auch keine Gadgets. Aha, 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 aha. Heilen, ziemlich gut. Oh, ich kann mir jetzt schon was kaufen. Bin ich noch besser. Anpassungsdaten ermöglichen es dir, deine derzeitige Wertverteilung für Skills, Waffen und anderes zu speichern, um schnell und einfach zwischen unterschiedlichen Spielstilen zu wechseln. Das ist zum Beispiel besonders hilfreich, wenn du eine Charakterrolle wechseln möchtest oder eine andere Anpassung für Online-PvP-Kämpfe nutzen willst. Allerdings können die genutzten Waffen nicht verkauft, weggeworfen, verstärkt oder verwandelt werden, bevor sie aus den Daten entfernt wurden. Ich wusste gar nicht, dass es in dem Spiel wirklich PvP gibt. Cool. Ich nehme Kopfgeldjäger. Mann, ich kann ja alles lieben hier. Oh ja, ich bin eine Sexbombe. Bam! Naja. Komm schon. Siegerfaust. Mega wütend. Ja. Komisches System hier. Ich weiß, das ist momentan jetzt gar nicht so spannend, aber ich muss mir das Ganze ja mal angucken.
komme ich denn jetzt? Oh, ich habe schon Medaillen bekommen. Aha. Okay, jetzt kann ich meine APP schon mal verteilen. Warte mal, wenn ich jetzt das mache. Das. Warum heißt es hier eigentlich APP und hier nur AP? Was ich so habe. Oh. So. Wieso kann ich. Oh. Kann ich die jetzt nicht ausrüsten? Ach so, die hat wahrscheinlich die alte Ding. Ah. Nee, die hat die alte nicht. Kann ich das jetzt nicht verwenden? Was denn das? Gott, gibt es viel. Outfits, Materialien. Okay. Dann gucken wir doch mal, was kann ich denn? Bildzeitweise deine Angriffskraft. Deine Abwehr. Bildzeitweise dein Bewegungstempo. So, ich brauche. Ah, okay. Nein, halt. Also erhöht zeitweise Geschosskreisprezision, damit du dein Ziel leichter triffst. Für bestimmte Zeit werden Gegner wahrscheinlicher dich anvisieren. Für bestimmte Zeit werden Gegner wahrscheinlicher dich anvisieren. Leck mich doch am Arsch. Weil du ein Geschoss habt, das bei einem verbindenden LP wiederherrscht. Dem Gegner vor dir einen Körperhieb zu, je näher, umso größer. Kann ich doch schon. Du hast 3 Hiebe in Folge vor dir.
ich kann jetzt nur die 2 lernen. 3. Ich bin mir jetzt nicht. Die ist ja schon Level 17, die alte. Nehme ich doch einfach mal. Das hier mit. So. Kritische Dropraten gestartet. Beeinflusst den Schaden bei kritischen Treffen gegen Schwachpunkte. Okay, beeinflusst für die Bewegungstempo, Waffenführung, Abwehr. Effekte, Aufladezeit von Skills. Okay, beeinflusst maximal LP, Abwehr. Das machen wir erstmal hier ein bisschen Damage. So. So, und die hier machen wir ein bisschen. So, die haben alle einzeln. Ah, okay. Mache ich mir hier ein bisschen. Ja. Da. Die hier. Warte mal, willst du? Bisschen komischerweise zusammen. Check ihn nicht so ganz. So, die hier machen wir. Operate ein bisschen hoch und steht ein bisschen. Ja. Geschoss mit. Da. Ach ja. Gut, das war jetzt eine Folge rein nur Menü. Ich glaube, beim nächsten Mal mache ich das immer so, dass ich immer an dieser Stelle das Ganze offscreen mache und dann wir uns aufs Gameplay konzentrieren können. Aber für alle Leute im Stream natürlich, sorry, ihr müsst halt zugucken.